Zum 14. Mal präsentierte sich der Kinder- und Jugendhilfetag über 3 Tage mit einem umfangreichen Messeprogramm. Dieses Jahr war die Stadt Stuttgart der Gastgeber. 45.000 Besucher, darunter viele Schulklassen und Pädagogen aus allen Fachrichtungen, informierten sich über die verschiedensten Angebote. Neben zahlreichen Aktionen für die jungen Messebesucher stellten sich auch dieses Jahr verschiedene Organisationen aus dem dritten Sektor vor. Unter den Ausstellern präsentierten sich neben den großen Sozialverbänden und Non-Profit-Organisationen auch zahlreiche kleinere Vereine aus den verschiedenen Bundesländern. Auch Bremen war dieses Jahr wieder vertreten. Auf 20 Quadratmeter stellte das Servicebüro Jugendinformation gemeinsam mit dem Lidice-Haus ihre erfolgreichen Arbeiten im medienpädagogischen Bereich und im Kampf gegen Rechtsextremismus dar. Besonderes Interesse zeigten die Standbesucher für die anschaulich gestalteten Flyer zu aktuellen Themen wie Cyberbullying und Happy Slapping. Ein weiterer Renner waren die von Jugendlichen gestalteten Postkarten und Buttons zum Thema Rechtsextremismus vom Lidice-Haus. Das Fazit der 3 Tage, eine tolle Fachmesse, auf der man sich einen guten Überblick über Deutschlands Vielfalt in der Jugendhilfe verschaffen kann.